Nun steht Mittwoch das erste deutsche Spiel an. Und wenn von den Rängen nicht schon so viel Support zu erwarten ist, nun hat sich ja angekündigt, dass die Bundesinnenministerin beim Spiel dabei sein wird. Ist das denn etwas, was du glaubst, was eigentlich die deutsche Mannschaft auch braucht, um ein bisschen besser reinzukommen, ein bisschen Unterstützung auch zu spüren? Ein klares Nein. Ich glaube, dass für die Fußballnationalspieler es völlig unerheblich ist, ob die Bundesinnenministerin und Sportministerin dabei ist oder nicht. Ich glaube, für Katar, für die katarische Regierung ist das durchaus eine Aufwertung, wenn die Bundesinnenministerin hier hinreist. Es ist ja auch die Frage, ob Bundeskanzler Scholz kommen würde, gesetzt den Fall natürlich, Deutschland zieht ins WM-Finale ein. Sein Sprecher hatte das ja offen gelassen, hatte gesagt, wenn er denn die Zeit hat und der Terminkalender es erlaubt, dann wird er im Fernsehen das ein oder andere Spiel verfolgen. Aber noch einmal, ich glaube, für die Spieler ist es nicht wichtig, für die Fans ist es nicht wichtig, für die katarische Regierung sicherlich, die wird sich über diesen Besuch freuen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.